Wer hat eine Perspektive? Meistens, der eine Perspektive hat, hat auch irgendeine tragende Rolle in diesem Buch. Und so schaue ich mir das an. Wie wird das Genre eingeführt zum Beispiel? Und da habe ich so eine Checkliste. Und dadurch läuft das dann hinterher auch gut. Und ich habe direkt auch so einen Erfolg, weißt du? Ich habe direkt das Gefühl, da kommt unterm Strich auch was bei raus. Und das Ganze schreibt, die Erkenntnisse, die ich dann aus so einem Buch habe, schreibe ich mir in so ein Journal rein. Ne? Die Bücher, ich habe sie alle hier auch neben mir liegen, die sind dann im Regal und da habe ich auch Zettelchen drin und dann kann ich immer mal nachgucken, wenn ich dann nochmal was sehen möchte, was gut ist, vielleicht auch was mir nicht so gefallen hat. Aloha und herzlich willkommen zum Bookerfly Schreib dein Buch Podcast. Hier bekommst du wöchentlich tolle Snacks und Impulse rund um das Thema Buchschreiben, Vermarkten und Veröffentlichen. Ja. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Bookerfly Podcasts. Dort, wo Geschichten entstehen und wo Geschichten Flügel bekommen. Ich bin Eva-Maria Nielsen und ich gehöre zum Team des Bookerfly Club und bin auch die Gründerin des Buchclubs für Autoren und Autorinnen. Und meine Mission ist es, Autoren und Autorinnen beim Geschichtenerzählen zu unterstützen. Und daher freue ich mich heute ganz besonders, Petra Delert hier bei uns zu haben. Sie ist Buchclub-Teilnehmerin der ersten Stunde. Und ich möchte mit ihr heute ein wenig über das Lesen und ja, Schreiben von Büchern sprechen. Wir lesen, um besser zu schreiben. Warum eigentlich? Macht es Sinn? Ich bin gespannt auf Petras Erfahrungen. Herzlich willkommen. Hallo, Eva-Maria. Freue mich. Ja, ich freue mich auch. Ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Erzähl doch mal, wo hast du damals von diesem Buchclub gehört und warum hast du dich überhaupt entschieden, damit dabei zu sein? Ich war ja damals schon Mitglied im Bookerfly Club und als die erste E-Mail kam, war ich direkt Feuer und Flamme, weil ich jemand bin, der gerne bewusst liest, also nicht einfach nur konsumiert und halt auch einfach gerne sehen möchte, wie andere Autoren das machen und wie sie das Handwerkszeug umsetzen. Also das hat mich total motiviert und ich weiß ja auch, dass du gute Bücher aussuchen wirst und dass ich halt einfach auch von jedem Buch etwas lernen kann. Ob es mir manchmal gefällt oder nicht, aber das fand ich einfach ganz toll und ich habe es nie bereut, Eva-Maria. Ja, das ist wunderschön. Also ganz sicher, das Ziel ist, möglichst durch alle Genres zu kommen. Es gibt ja auch Genres, die man selber nicht so gerne liest. Bei mir wäre das Horror, da schleiche ich noch ein bisschen drum rum. Aber das heißt, du siehst es auch so, dass wenn man Bücher liest und einen analytischen Blick drauf hat, dann nimmt man was mit für sein Schreiben. Ja, ich habe irgendwann mal irgendwo gehört und gelesen, man muss unheimlich viel lesen und unheimlich viel schreiben und dann wird man gut. Ich wage das zu bezweifeln. Ich wage nicht zu bezweifeln, dass man viel lesen und viel schreiben muss, sondern man muss aber bewusst lesen, um daraus auch was zu lernen und dann auch irgendwie diesen analytischen Blick, wie du gerade gesagt hast, zu entwickeln, um das dann sein Handwerkszeug doch dementsprechend dann umsetzen zu können. Und ich finde, das ist total wichtig. Ja, das finde ich auch wichtig. Auch dieses Konsumieren ist nicht genug in meinen Augen. Dann wirklich auch mal anzuhalten und zu sagen, warum wirkt diese Szene oder dieser Dialog jetzt so auf mich? Ne? Hast du denn, während du jetzt beim Buchclub dabei warst, wir haben ja verschiedene Genres auch gelesen, da Fähigkeiten oder Erkenntnisse gewonnen, die du für dein Schreiben umsetzen konntest? Weil darum geht es ja auch. Ja, und die erste Erkenntnis, die hat mich damals tatsächlich auch fast umgehauen. Und das war einfach, dass mir nicht jedes Buch gefallen muss, um was daraus lernen zu können. Man sucht ja wirklich, wenn man selber sich Bücher zum Lesen aussucht, dann suchst du immer nach bestimmten Kriterien. Und wie du das gerade schon gesagt hast, man guckt ja fast selber nicht über seinen eigenen Genre-Rand hinaus, ne? Und wenn ich Dinge gelernt habe, ist es einfach erstmal, dass ich nicht jedes Buch von vorne bis hinten gut finden muss, damit ich daraus was lernen kann. Und es gibt halt auch Sachen, die ich gut finde, die ich umsetze. Aber wenn ich etwas anders machen würde, stelle ich mir auch immer die Frage, warum? Weil das muss ja auch, da muss ja eine Logik hinterstecken. Nicht einfach, weil es mir nicht gefällt. Und deshalb ist es eigentlich auch vollkommen egal, ob das Buch jetzt hundertprozentig mein Ding ist oder nicht. Ich kann da immer was raus mitnehmen. Und das finde ich einfach toll. Das erweitert den Horizont. Ja, das erweitert ganz sicher den Horizont. Ganz schön finde ich, was du sagst, dass selbst wenn dieses Genre mir nicht gefällt oder wie der Autor das umgesetzt hat oder die Autorin, kann ich etwas mitnehmen für mein Schreiben, weil wir lernen Schreibhandwerk mit den Werkzeugen, die es gibt. Aber man darf sich davon natürlich auch frei machen. Man soll nur wissen, warum. Genau,
Das finde ich ein total wichtiger Punkt. Also wir haben ja ein paar Bücher gelesen jetzt in der letzten Zeit und da gab es das eine oder andere, wo ich gesagt habe, mein Gott, das willst du nie tun. Aber ich habe versucht, es zu verstehen und mir dann auch zu erklären, warum ich es nicht machen würde. Und dann ist es doch okay. Man muss nicht alles gut finden, Eva Maria. Nee, absolut nicht. Ich bin auch jemand, der kaum Bücher abbricht, nur weil sie mir nicht gefallen, sondern ich lese dann weiter, um zu sehen, warum gefällt mir das Buch nicht. Es ist ganz selten, dass ich ein Buch abbreche. Und ich lese auch sehr breit, um eben allen Genres gerecht zu werden. Ne? Also mit meinen Kunden dann halt auch. Ja. Was hast du denn jetzt ganz konkret dann in der Schreibpraxis vielleicht umgesetzt? Also was ich in der du hast vorher vielleicht noch die Frage, wir hatten ja gesagt, also was, die Frage davor, kannst du, wiederhol die bitte nochmal einmal. Da haben wir gesagt, was ich da rausgezogen habe, das ist einmal, dass mir nicht jedes Buch gefallen muss, dass ich genreübergreifend lernen kann, aber ich habe noch einen Punkt vergessen, deshalb sage ich das jetzt noch. Ich habe Storygrid kennengelernt und ich wusste das vorher einfach nicht und kannte das nicht und das hat mir total viel gebracht, weil es für mich eine Erweiterung der Heldenreise war und es ist ein Geländer, an dem ich mich festhalten kann, um mein Plotmodell zu machen. Das will ich nicht vergessen und das ist einfach. Es hat jetzt nichts mit den Büchern zu tun, aber mit der Analyse zu tun. Und das möchte ich einfach nochmal sagen, dass das echt toll war oder toll ist. Ja, klasse, das wusste ich gar nicht. Ich dachte eigentlich, dass du das Storygrid schon vorher gekannt hättest. Nein, ich habe das erst kennengelernt durch den Buchclub. Und ich bin ja tatsächlich auch so eine kleine Analytikerin. Ich mache das gerne. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich daran nicht verliere. Aber tatsächlich ist es so, dass ich Storygrid dadurch kennengelernt habe. Und das ist mega, wenn ich das mal so sage. Ach. Ja, also Storybeat ist mega für den Aufbau der Geschichten, auch um die Lesererwartungen zu erfüllen. Aber es ist auch mega für alle, die es lieben, analytisch zu arbeiten. Ja, nein, das musst du auch können, weil ich bin da auch ganz am Anfang erst, ja. Und das ist wirklich, aber wenn du das einmal verinnerlicht hast, dann ist das etwas, was du gar nicht mehr missen möchtest. Und das finde ich einfach toll. Ja, und mit der Heldenreise kann man das gut kombinieren, oder? Das ist ja nicht verloren. Wir sind alle, oder viele von uns sind mit der Heldenreise groß geworden, oder ich sage immer, wir sind damit erzogen worden, wenn ich das immer so sagen kann. Aber es ist eine Erweiterung. Und wenn einer Spaß daran hat, wirklich auch so, sage ich jetzt mal, für den Markt zu produzieren oder für den Markt ein Buch zu schreiben, dann ist das genau das Richtige. Ich finde sogar, also für den Markt, das ist ja meistens Unterhaltungsliteratur, mhm. Aber wenn man eventuell auch den Anspruch hat, ein bisschen mehr ins literarische Genre zu gehen. Mhm. Da kann das Storygrid sehr viel helfen, weil du kannst eine gute Plotstruktur haben oder auch die Heldenreise. Mhm. Du arbeitest dann mehr mit der Sprache. Ja, also ich bin auch dankbar. Danke. Ja, ich bin auch dankbar. Ja, aber das, was du da gelernt hast, also das Analytische, hast du noch was anderes mitgenommen an konkreten Sachen, die du umgesetzt hast für dein Schreiben? Ich habe mich erst einmal entschieden, dass ich gerne diesen analytischen Blick entwickeln möchte. Das ist natürlich auch Arbeit und das kostet Zeit. Ne? Also da muss man sich im Klaren sein. Das machst du nicht gerade mal so nebenbei. Und wir sind ja alle dabei, irgendwo unsere Bücher zu schreiben. Aber ich finde es trotzdem wichtig. Ich habe aber auch gelernt, trotzdem weiter zu konsumieren. Ne? Also du nicht nur, dass du nur arbeitest, wenn du ein Buch in die Hand nimmst. Also wenn ich putze, dann habe ich halt auch, höre ich mir ein Hörbuch an oder so, damit ich das halt einfach nicht vergesse. Nein, was total wichtig ist, wir haben aus dieser Buchclub-Gruppe, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Eva Maria, wir haben eine kleine Autorengruppe gegründet von fünf Frauen, es sind ja fast also viel mehr Frauen als Männer, aber es sind fünf Frauen und wir arbeiten an diesem Thema weiter. Wir arbeiten auch zwischen den Zeiten, in denen wir jetzt nicht mit dem Buch für den Buchclub beschäftigt sind. Wir arbeiten auch an unseren eigenen Projekten. Wir haben uns Storygrid vorgenommen. Wir sind die Storygrid-Gruppe. Und tatsächlich, wir treffen uns auch im Frühling des nächsten Jahres in der Mitte von Deutschland und wir wollen ein Wochenende zusammen. Ja, es ist total toll. Ja. Und es sind alles Booker-Fly-Mitglieder. Also es ist, ich wollte gerade sagen, nichts Fremdes. Also es ist alles aus unserem Club und es ist echt toll. Das ist klasse. Das ist wirklich gut. So, und das nächste ist, ich habe mir so eine kleine Checkliste angelegt, wenn ich so ein Buch von dir bekomme oder wir ein Buch lesen wollen, so diese grundlegenden Dinge, nach denen ich immer gucke. Ich meine, wir wissen das ja alle, ne? Cover, danach suche ich aus, Titel, Klappentext. Wie ist die, sind die ersten ein, zwei Seiten? Wie wird die Protagonistin eingeführt? Ne? Und ich gehe jetzt noch gar nicht auf Story, ich mache es jetzt ganz allgemein. Wer hat eine Perspektive?
meistens, der eine Perspektive hat, hat auch irgendeine tragende Rolle in diesem Buch. Und so schaue ich mir das an. Wie wird das Genre eingeführt zum Beispiel? Und da habe ich so eine Checkliste. Und dadurch läuft das dann hinterher auch gut. Und ich habe direkt auch so einen Erfolg, weißt du? Ich habe direkt das Gefühl, da kommt unterm Strich auch was bei raus. Und das Ganze schreibe, die Erkenntnisse, die ich dann aus so einem Buch habe, schreibe ich mir in so ein Journal rein. Ne? Die Bücher, ich habe sie alle hier auch neben mir liegen, sind dann im Regal und da habe ich auch Zettelchen drin und dann kann ich immer mal nachgucken, wenn ich dann nochmal was sehen möchte, was gut ist, vielleicht auch was mir nicht so gefallen hat. Ja, und das ist echt toll. Das ist gut. Hat mir viel gebracht. Das, ich glaube, dieses Festhalten, wo du es also ins Journal schreibst, ist eine richtig gute Sache, weil ganz oft, selbst wenn man nur zum Spaß etwas liest oder hört, wenn man diesen Blick geschärft hat, dann fällt einem das dann plötzlich auf. Und bei Buchclub, da denke ich immer, also ich glaube, viele der Teilnehmer lesen das Buch nur einmal, aber generell denke ich, das erste Mal sollte man es einfach nur zum Vergnügen lesen. Ob einem das Genre nun gefällt oder nicht. Ja. Das zweite Mal dann mit dem analytischen Blick und dann vielleicht auch ein drittes oder viertes Mal. Ne? Also bei Das unsichtbare Leben der Addie LaRue, das habe ich, glaube ich, 6 Mal gelesen, weil das so groß war. Ne? Da war so viel drin. Und jetzt beim Geschichtenbäcker, der jetzt im Dezember dran ist. Ja, der ist toll. Der ist toll. Mein Lieblingsbuch, von allen mein Lieblingsbuch. Das ist echt super. Das Buch ist toll. Ja, das Buch ist ganz klasse und das ist auch eins, mit dem man nicht fertig wird, denke ich, was man nochmal nehmen kann oder so. Und auch das habe ich jetzt, glaube ich, zum 4. Mal in der Hand. Also. Aber Eva Maria, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das Leben der Addie LaRue, da bin ich fast an der Länge des Buches verzweifelt. Also, weißt du, wenn du auf der einen Seite willst du erstmal konsumieren, sonst weißt du gar nicht, ob es läuft, ne? Ob es Spaß macht, wenn man es immer unterbricht. Aber dieser Geschichtenbäcker, ich habe ihn hier liegen, ja, der Geschichtenbäcker, der ist super von der Dicke, von der Größe, der Buchstaben, von den Seiten her, du kannst das schnell durchlesen. Das ist auch so ein strukturiertes Buch, wo du dir die einzelnen Figuren nochmal angucken kannst und kannst halt gucken, wie die sich entwickeln und stellst dir die Frage, wie ich auch, warum hat der ein oder andere eine Perspektive? Aber wenn du so ein dickes Buch von der Addie LaRue nimmst, so toll es ist, ja, aber das, also ich kann es nicht 6 Mal durchlesen. Das schaffe ich rein. Zeitlich nicht. Das erwarte ich auch nicht, dass man das vor dem Buch guckt. Absolut nicht. Ne? Das tue ich nur, damit ich vorbereitet bin. Und weil mir bei jedem Lesen wieder was Neues auffällt. Und gerade bei diesem großen Buch. Also ich muss jetzt auch noch 5 Mal lesen und würde immer noch was entdecken, glaube ich. Ja, ich liebe auch diese Bücher, die mir was fürs Leben mitgeben, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Deshalb bin ich jetzt auch nicht der Liebesroman-Freak. Ich lese natürlich auch einen Liebesplot in irgendeinem Buch, ich würde aber nicht zu einem Liebesroman greifen. Ja. Aber ich liebe einfach immer Bücher, die mir was geben, wo ich später auch nochmal drüber nachdenke. Ich meine, beim Geschichtenbäcker, wir wollen jetzt nicht drüber sprechen, aber das ist natürlich die Mega-Version davon. Ja. Finde ich einfach toll. Finde ich auch. Also, ganz tolles Buch, ganz toll vorgeschnitten mit ganz viel Handwerkzeug, was man da mitnehmen kann. Ich hoffe, viele kommen dazu. Du hast vorhin gesagt, also bei diesem Analytischen, wenn man selber auch noch schreiben will, und das ist ja ein Buchclub für Autoren, dann ist es beim Storyquiz, sagen wir immer, eine halbe Stunde sollte man jeden Tag für die Analyse von Geschichten gebrauchen und eine Stunde fürs eigene Projekt oder plus. Ne? Das schaffen auch nicht alle, aber das zeigt ein bisschen die Waage, weil man kann auch schnell dahin kommen, dass man nur analysiert und nicht ins Umsetzen kommt, ins Schreiben. Darum geht es nicht, wenn ich selber schreiben will, also wenn ich nicht Lektor sein will oder so, sondern wenn ich selber schreiben will, dann muss ich dieses Analytische dann versuchen umzusetzen. Das, was ich lerne aus den Büchern. Und deswegen ist das eine gute Handregel, zumindest also regelmäßig zu analysieren, ja. Ich versuche jeden Morgen zum Beispiel ein Kapitel zu analysieren, bevor ich anfange zu arbeiten. Es klappt an 3 bis 4 Tagen in der Woche. Ja, das ist aber super, dass du das mir jetzt einfach mal sagst, weil wenn du dir das bewusst machst in deinem normalen Arbeitsprozess, dann wird das schon wieder besser funktionieren. Ja, also ich lese viel abends im Bett tatsächlich, muss ich dazu sagen, mach mir dein Zettelchen oder sowas dran. Aber es ist ja viele, die auch einige, die historisch schreiben, die verlieren sich ja auch gerne in der Recherche. Das kann ich auch total nachvollziehen. Und da kommst du dann weniger zum Schreiben. Aber man lernt ja viel, oder du brauchst ja manchmal nur ein Buch in die Hand zu nehmen und auf den Titel oder aufs Cover zu gucken
dann hast du ja schon was gelernt oder du liest dir den Klappentext durch. Also ich finde, es gehört einfach dazu. Und wenn du das einmal verinnerlicht hast, brauchst du dich da auch gar nicht mehr dran zu erinnern. Du machst es automatisch. Ne? Das ist wie ein Prozess, der abläuft. Ja, ganz sicher. Wir haben ja ganz verschiedene Bücher da gelesen. Und ich habe ja eben schon selber gesagt, Horror ist nicht meins. Horror war aber das Inhaltsgenre bei der Addie LaRue. Deswegen habe ich da auch ein schönes Buch vom Horror gewählt. Dann bin ich jetzt erstmal ein bisschen, ne, habe ich das auch abgedeckt. Gab es denn für dich so ein richtiges Aha-Erlebnis bei einem der Buchclubs? Eigentlich bei mehreren Büchern. Also ich hätte den ich fange einfach mal an, ich mache mal ein paar Beispiele. Der Drachenläufer, ja. Kalev Husseini, ne? Ah, gut. Also der Drachenläufer. Ich habe das irgendwann mal als Film gesehen, habe mir das nach dem Lesen nochmal als Film angeguckt. Ich liebe diese Kombination von, also was er sehr gut gemacht hat, ist einfach die Entwicklung des Protagonisten in diese politische Situation zu integrieren. Das hat mich total fasziniert. Das musste können, ne? Also das musste auch wirklich so können, dass es einer lesen mag, der jetzt nicht unbedingt so politisch interessiert ist, einfach weil es gut mitläuft und weil es diesen Schmelztiegel zeigt und auch das Setting so total gut darstellt. Also das hat mir sehr gut gefallen. Also ich lerne gerne von den Autoren, wie sie diese Zöpfe flechten, weißt du, wie sie diese einzelnen Plots zusammenflechten und das finde ich immer mega, weil ich sehe das als sehr schwierig an. Das unsichtbare Leben der Addie LaRue. Da sind wir wieder. Aber ich habe das gar nicht erst so, Horror und Science Fiction sind nicht mein Ding. Ja, also das ich mag es weder sehen noch unbedingt lesen. Ich habe es aber, ich weiß, nach Storygrid war das ein Horror-Genre. Ja, also es ist, normal würdest du es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt da reinsetzen, deshalb hat es kaum einer gemerkt und man hat es einfach so durchgelesen. Da hat mich tatsächlich die Sprache total beeindruckt. Die Sprache hat mich total beeindruckt. Also wir lernen ja immer Show, Don't Tell. Und weil wir mehr erzählen, als wie dass wir etwas darstellen. Die Sprache ist so geschliffen, wenn ich das mal sagen darf, dass ich durch die Länge des Buches, und wir sollen ja ehrlich, ich bin ja ehrlich jetzt, ne, hinten im hinteren Drittel dann wirklich fast schon, habe ich gedacht, boah, jetzt reicht es, jetzt ist es gut mit der Sprache. Weißt du, wenn das so ein bisschen... Wenn das Buch ein Drittel kürzer wäre, wäre es für mich persönlich jetzt besser gewesen. Was mich verwirrt hat, und da bin ich kein Freund von und ich schreibe so auch nicht, das sind diese unterschiedlichen Handlungsstränge, diese zeitlichen Ebenen, die du da drin hast, ja, die nicht chronologisch verlaufen, sondern die jetzt hier parallel verlaufen. In der Mitte hatte ich es irgendwie gelernt. Da wusste ich, wie ich umspringen musste. Am Anfang hat es mich total verwirrt. Und ich fand das eine oder andere daran auch nicht so gut. Aber die Sprache, die Schönheit der Sprache hat das alles übermantelt sozusagen. Und ich war tatsächlich auch überrascht, dass die Diskussionen so unterschiedlich darin waren. Und das ist ja auch ein total wichtiger Punkt im Buchclub. Wir lernen ja nicht nur diese Bücher zu analysieren, sondern wir können ja auch miteinander kommunizieren und uns austauschen. Und ich finde es immer total wichtig, wie Autoren und Autorinnen das ganz unterschiedlich auch sehen. Und es ist ja auch gut so. Und das war, fand ich wirklich gut. Ja. Ja. Was hatten wir denn sonst noch für ein Buch? Ach so, hier, unser Kuss des Freundes, ne? Titus Müller. Das war das erste. Ja, das zweite Buch. Ja, ne? Das war das erste Buch. Das ist eigentlich, ich hätte ihn nie gelesen, weil ich jetzt auch nicht derjenige bin, der so nach historischen Romanen greift. Dann hätte ich wahrscheinlich eher Ken Follett oder sowas gegriffen. Wahrscheinlich kennt man eher. Aber die in dem Bereich historischer Roman schreiben, für die ist es ein Begriff. Also da hat mich auch wiederum diese Kombination, also das Setting und all das, diese politische oder religiöse Situation, das Setting ist ja so außergewöhnlich, dass mich auch selbst so ein Liebesplot nicht geschockt hat, weil ich ja kein... Ich muss irgendwann jetzt bei meinem Buch tatsächlich einen Subplot Liebe schreiben. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Aber das fand ich eine super Kombination. Das hat mich davon ein bisschen abgelenkt. Also ich fand es mega. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also für Titus Müller, das ist ja eins seiner Jugendbücher. Er schreibt ja sonst mehr historische Romane für Erwachsene. Ist das ein Kinderroman? Ein jugendlicher Roman? Tatsächlich? Ein Jugendbuch. Ja. Echt? Okay. Ist mir nicht aufgefallen. War vielen nicht aufgefallen. Nein. Das ist auch spannend. Ja, was war denn da dran so jugendlich, wenn ich fragen darf? Naja, die Protagonisten sind ja jung, also die sind nicht weit vom Alter der Jugend weg. Und es ist die Sprache, wenn du die Sprache anschaust. Es ist, viele haben auch gesagt, die Sprache wäre ihnen etwas zu einfach. Verglichen mit Addie LaRue, ja. Verglichen mit
Khaled Hosseini auch mit oder dem Geschichtenbäcker jetzt. Das passte aber zum Genre. Okay, ja, aber jetzt, wo du es sagst, Sprache ist tatsächlich einfach. Aber diese einfache, klare Sprache passt auch zu dem Ort, zu dem Setting. Also wenn du da jetzt was wie Adela Rue geschrieben hättest, das hätte da gar nicht gepasst. Das ist ja alles steril und unter der Erde und in der Wüste, ne? Also das ist schon gut aufeinander abgestimmt, finde ich. Ja, also das fand ich, also das ist auch ein gutes Learning, ne? Zu sehen, also nach Genre oder wie du sagst, das Setting, dass das auch die Sprache beeinflusst. Oder sollte es, ne? Also du wirst in einem Harem anders schreiben in Marokko als wie in der Wüste hier bei ihm, ne? Also genau, ja. Wunderbar. Ja, also meine letzte Frage wäre jetzt, würdest du heute dem Buchclub immer noch anderen Autoren empfehlen? Dabei ja. Was nehmen Sie mit? Ja, auf alle Fälle. Also erstmal lernen Sie, wenn Sie sich darauf einlassen, diesen analytischen Blick zu kriegen und können daraus unglaublich viel, also Sie können lernen, Ihr Handwerkszeug umzusetzen. Sie haben aber auch Spaß. Ich finde einfach, der Spaß darf da ja nicht auf der Strecke bleiben. Ne? Deshalb ist es total wichtig, dass du wirklich die Bücher nicht zu dick sind, Eva Maria, ne? Damit du konsumieren und analysieren kannst. Ne? Ja. Und ich finde auch, es vielleicht ist es wie bei uns, dass sich auch Gleichgesinnte oder Buddies, wie wir das ja nennen, sich einfach treffen und sagen, okay, uns reicht es nicht in diesen sagen wir, alle drei Monate ein Buch zu analysieren. Wir wollen auch zusammen an unseren Projekten arbeiten. Also das finde ich total gut. Und man lernt auch, wie wichtig es ist, und du sagst es immer wieder, am Anfang habe ich es gar nicht so wahrgenommen, über den Genrerand hinwegzuschauen und auch Sachen mal nicht gut zu finden. Und es ist einfach auch so, du weißt es selber, du kannst es auch nicht jedem. Du schreibst kein Buch oder schreibst dein Buch nicht für alle Leser. Das geht einfach nicht. Du musst einfach, du hast ein Genre, du musst deinem Genre gerecht werden, du hast eine Zielgruppe und das lernst du. Und ich finde es auch einfach nur schön, wie immer, dass wir über solche Sachen zusammen reden können und ich kann jedem nur empfehlen, in den Buchclub zu kommen. Und ich freue mich total auf diesen, ich wollte gerade sagen Brötchenbäcker, nein, den Geschichtenbäcker, der jetzt kommt und in unserer Gruppe, wir sind schon ganz gespannt, wie die Analyse ausfällt, denn das wird gut. Ja, das ist auch so ein Buch, wo ich jetzt auch nochmal lese und auch denke, mein Gott, worauf will ich jetzt den Fokus setzen, weil da so viel ja, da ist total viel drin, ne? Nicht alles abdecken, kann nur einen Anstoß geben. Die Frage, die ich mir dann, und ich stelle die Frage einfach, wollen sie gar nicht beantworten. Ich habe mir dann direkt die Frage gestellt, was ist denn das für ein Genre? Also schon allein konventionell betrachtet für den Markt, jetzt nicht Content-Genre für Storygrid, sondern einfach mal darüber nachgedacht, was ist das für ein Genre, wo packe ich das denn da rein? Also ich bin gespannt. Ja, ich freue mich. Kurz vor Weihnachten. Das verraten wir. In den Buchclub kommen. Genau, dann müssen wir in den Buchclub kommen. Ja, ich danke dir ganz herzlich für dein Feedback. Gerne. Auch, ich freue mich total, dass ihr euch zusammengeschlossen habt, um da noch tiefer einzusteigen. Das ist ja eigentlich ja mein Wunsch, dass Menschen Lust haben, Geschichten zu lesen, um bessere Geschichten in die Welt zu tragen. Und ich danke dir ganz herzlich. Dass gerne, Eva Maria. Gerne. Immer wieder gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dir haben die Tipps gefallen und wünschen dir viel Freude bei der Umsetzung. Ja, wenn du mehr von uns möchtest, dann folge uns auch gerne auf Instagram. Du findest uns dort unter Bookerfly oder schaue vorbei auf www.bookerfly.club.